Psalm 31 hat Verse, die eine tiefe Krise beschreiben. So heißt es im Psalm: Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst und Bang. Vor Gram sind mir Augen, Seele und Leib zerfallen. Im Kummer schwankt mein Leben dahin, meine Jahre vor Seufzen. Diese Verse bringen Angst und Schrecken ins Wort. Das wirkt manchmal etwas übertrieben und vielleicht auch pathetisch. Aber das ist schon mal ein Anfang, wenn man sich der Angst stellen will. Diese Worte verpuffen auch nicht im Nichts, sondern werden an den geglaubten Gott gerichtet. Seufzen Sie mal. Das Seufzen vor Gott schafft schon einen Moment der Erlösung. Psalmen sind existenzielle Gebete. Manche Verse verstehe ich erst, wenn ich in einer vergleichbaren Situation bin. Einige Verse wirken dann auf einmal brandaktuell. So zum Beispiel dieser: Meinen Freunden wurde ich zum Schrecken, wer mich auf der Straße sieht, der flieht vor mir. Das ist ja ein Corona-Vers per excellence. Wenn ich jetzt auf die Straße hier in Telgte gehen muss, halten ich und die anderen deutlich voneinander Abstand. In dieser tiefen Krise ruft der Beter des Psalms Gott um Hilfe an. Lass mich nicht zu Schanden werden, Herr, denn ich habe zu dir gerufen. Ich rufe in einer Krise ja auch diejenigen an, denen ich am meisten vertraue. Wenn ich niemanden habe, dann ist da ja noch Gott. Dieser Ruf bleibt auch nicht unerhört. Es kommt zu einem Stimmungsumschwung im Angesicht der Krise, wenn ich mit jemandem oder eben bei völliger Isolation mit Gott spreche. So heißt es: Gepriesen sei der Herr, denn er hat seine Huld wunderbar an mir erwiesen in einer befestigten Stadt. Ich aber sagte in meiner Angst: Ich bin verstoßen aus deinen Augen, doch du hast mein lautes Flehen gehört, als ich zu dir um Hilfe rief. Die Musik, die nun erklingt, stärke sie. Euer Herz sei stark und unverzagt. Damit schließt Psalm 31.